Oh, im Hintergrund hören wir eine Evolution. Ist das die Evolution hier bei Ring of Honor, Olli? Das ist sie. Und was sehen wir hier in Match Nummer 1? The Shield gegen Interna. Sehr geil. Holy. Tyler Black gegen John Moxley hier im Opener unserer ersten Ring of Honor Show. Dein Tipp? Mir fällt es schwer jetzt zu sagen, wer gewinnt. Ich helfe dir, ich sag Tyler Black. Ach, ja, dann gehe ich halt auf Moxley. Ja? Ja. Wagst du es? Natürlich. Okay, dann gucken wir uns doch mal an. John Moxley oder Tyler Black? Es ist Tyler Black. Nein. I'm back. Endlich mal wieder ein Tipp richtig. Ja, ja. Ein äußerst interessantes Match erwartet uns im zweiten, nämlich Jun Kazai gegen AJ Styles. Der Harakiri aus Japan wird's machen. The Crazy Monkey. Jun Kazai. Echt, The Crazy Monkey soll das gewinnen. Ja, Mann. Na, dann halte ich mal zu dem Mann mit den zwei Buchstaben am Anfang. AJ! Oh. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Arigato, ich dir was. Dass Kazai hier wirklich gewinnt. Ein äußerst interessantes und zusammengewürfeltes Tag-Team-Match haben wir hier. Shelton Benjamin tut sie zusammen mit Naomichi Marufuji gegen Claudio Castagnoli und Super Dragon. Was soll man dazu sagen? Interessantes Match. Boah. Also ich, einen Sieger hier rauszufiltern ist sehr schwer. Ich sag jetzt einfach mal Claudio und Super Dragon. Ja, da muss ich mich leider anschließen. Ja, weil Super Dragon hat... Die Überkräfte. Hat er... Wie war das? Hat verloren, Super gell? Super Dragon hat gewonnen. Hat er gewonnen? Ja. Gegen RVD? Ja, stimmt. Super Dragon hat er gewonnen. Und Claudio hat ja auch gewonnen. Deswegen glaube ich einfach mal, dass die beiden überzeugend wrestlen werden. Und du ja, auch, oder wie? Dann sollen wir uns beide täuschen. Wow, der Naomichi Marufuji gewinnt gegen Super Dragon. Hätte ich nicht Vielleicht. Erwartet. Ich auch nicht. Im vierten Match haben wir JC Bailey gegen Eddie Motherfucking Kingston. Boah. Brutal geilstes Match, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich halte dazu Eddie Strong Kingston. Strong style as real as it can get, würde ich hier mal sagen. Oh ja. Tot geglaubte Leben länger. JC Motherfucking Bailey wird's machen. Ja. Ja? Okay, wir haben hier zwei unterschiedliche Tipps und Eddie Kingston geht mit einem Sieg nach Hause. Ärgerlich. Ja, Mann. Ja, und dann kommen wir zum Main Event und da haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Deswegen springen wir direkt dorthin. Here we go! Das hier ist der Main Event der allerersten ROH Show. Es ist ein Tag Team Match zwischen... Kevin Steen, El Generico gegen... The Man of Low Moral Fever. Chuck Taylor und Kenny Omega. Das schreit förmlich nach Pro Wrestling Gorilla hier. Und bei uns gibt's das im Main Event der ROH Show. Geil. Ist das geil oder was? Das ist mal richtig geil. Wer wird gewinnen? Wahnsinns Main Event. Auf jeden Fall. Der Gewinner dieses Tag Team Matches meldet sich ja schon so ein bisschen für die Tag Team Titel der Briscoe Brothers an. Ganz klein bisschen. Ganz klein bisschen. Lol. Ja. Dein Tipp, dein Tipp. Steen Errico. Oh scheiße, das war ganz schön schwierig, weil ich würde hier an dieser Stelle eigentlich auch Steen Errico tippen. Ah, ja, dann tue ich es jetzt einfach, weil ich glaube an die und ja. Das wird auf jeden Fall ein geiler Kampf. Alleine, wow, schau dir die Aktion von Generico an. Alleine Generico gegen Chuck Taylor hier im Ring zu sehen, ist für mich ein Highlight. Wenn nicht sogar das Highlight. Was erwartest du von diesem Match? Einiges. Ja. Nach der letzten, beziehungsweise nach der ersten ECW-Show, die aber so richtig mördergeil war. Also, da müssen die echt schon ein paar Kohlen nachschippen. Ja, das auf jeden Fall. Es ist unser erstes Tag Team Match, was wir jetzt hier live sehen. Wir haben uns ja eh schon gedacht, ja, ist ganz praktisch. Erst ein Singles Match, dann Fatal 4-Way, dann ein Tag Team Match, um die ersten Shows gleich so abwechslungsreich wie nur irgendwie möglich zu gestalten. Korrekt. Und ja, das hier, Kevin Steen natürlich auch endlich mal hier so richtig schön in Action zu sehen. Der kam ein bisschen kurz bei WWE 12. Ja, ein bisschen zu kurz. Und ja, Kevin fucking Steen hat heute die Chance,
sich zu beweisen im ROH-Ring. Ich freue mich, dass wir das hier veranstalten. Und es gab ja auch jetzt schon den ersten Wechsel. Generico hat mit Kevin Steen gewechselt und Chuck Taylor kümmert sich weiter um das Team von Generico. So ist es. Kill Steen, Kill, würde ich jetzt hier mal Kevin Steen anfeuern, der jetzt hier mit einem Crossbody von Omega zu Boden gestreckt worden ist. Jetzt wird in die Seile. Und schöne Powerbomb. Oh. Was für ein Konter. Der Mann, der trotz seiner Statur so beweglich und agil ist wie kaum ein Zweiter. Das ist echt unglaublich. Vor allem in der Gier, in der er wrestelt. Ein Traum. Mensch, Kenny Omega, auch wahnsinnig schön, dass wir den mittlerweile dabei haben. Der war ja bei WWE 12 noch nicht am Start. Leider nicht. Aber hat hier bei WWE 13 die Chance dazu. Und oh, erstmal ein Flapjack hier von Kevin Steen, der sich hier scheinbar sehr auf die Konter gegen Kenny Omega konzentriert. Mhm. Ja, die beiden kennen sich natürlich auch eigentlich aus dem FF, sind regelmäßige Kontrahenten in der Indie-Szene. Und beziehungsweise alle vier sind ständige Kontrahenten in der Indie-Szene und ja, da kennt wirklich jeder jeden das gesamte Move-Repertoire. Und da weiß man natürlich, welchen Konter man wann ansetzen muss. Ja, wo du gerade von der Indie-Szene sprichst, das ist ja jetzt nun vorbei, denn Generico hat ja einen Vertrag mit der WWE unterschrieben. Generico? Generico, oder? Generico, sag ich doch. Oh, ich hab's Generico verstanden. Nein, das ist nämlich genau das Thema, was ich gerade ansprechen wollte, denn gerade wo Kevin Steen einer der aktuellsten Größen im Indie-Bereich ist, ist es gerade auch wegen seiner Statur eigentlich verwunderlich, dass die WWE sich bei ihm noch nicht gemeldet hat, denn ich denke, Kevin Steen wäre ein großartiger Heel in der WWE. Ja, ein Heel schon, aber er ist jetzt nicht so in der Form, die eigentlich ins WWE-Produkt hineinpasst, würde ich jetzt so sagen, weil trotz allem, dass jetzt die WWE ein bisschen weniger auf die Big Guys geht, sondern halt eher auf die, ich sage es jetzt mal, eher schmäleren Indie-Guys, ist Steen mit seiner Körperstatur jetzt vielleicht nicht gerade so das Paradestück. Und ist trotzdem viel beweglicher als ein Cody Rhodes. Entschuldige. Ja, okay, das ist schon richtig. Aber er hat halt jetzt nicht mal so einen Astralkörper, sage ich jetzt. Und ob die WWE jetzt außer Mick Foley jetzt noch einen T-Shirt-Wrestler haben möchte, ja, das wage ich zu bezweifeln. Was aber halt einfach schade ist, denn Kevin Steen hat es halt einfach im Ring drauf und ist vor allem am Mikrofon ein absoluter Gott. Und ich glaube, ja, der könnte ja das WWE-Publikum so krass hinter sich, gegen sich bringen, das wäre richtig geil. Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, das WWE-Publikum ist jetzt einfach, ja, ich sag mal, jünger geworden, gerade durch die PG-Ausrichtung deren Produktes. Ja. Und ob dann Steen sich so anpassen kann und ob das Steen überhaupt dann so glücklich wird, wenn ihm hier die Worte vorgeschrieben werden. Ja, das wage ich dann doch eher zu bezweifeln. Ich glaube, da ist er wirklich im Independent-Bereich besser aufgehoben. Ach, da einfach einen auf CM Punk, scheiß drauf. Und ich glaube, glaube, dass jedem Wrestler, der zur WWE geht, es ein bisschen egal ist, was ihm in den Mund gelegt wird, denn wenn das Geld stimmt, weißt du? Ja, it's all about the money. Leider. Ja. Aber sonst wäre ein Generico garantiert auch nicht zur WWE gegangen, denn ich denke, der ist im Indie-Bereich auch sehr glücklich. Ja, auf jeden Fall. Und der wird bei der WWE garantiert nicht so gefeiert wie jetzt bei ROH oder PWG. Ja, abwarten. Vielleicht schlägt Generico eher ein als ein Sin Cara. Ja, fraglich überhaupt, ob. Geile Aktion von Kevin Steen. Hammer. Die Frage ist nur, ob Generico überhaupt mit dem Gimmick weitermachen wird. Ich hoffe mal, dass er wirklich die Maske anbehalten darf. Weil ich frage mich, ja eben, was für ein, weil ich meine, Generico ist jetzt auch nicht einer, der gerade groß Promos hält oder so, ob du dann einen Sin Cara zum Beispiel, der ja, ist jetzt auch nicht so begabt. Kommt auch nicht so gut bei der WWE an. Ja, aber ein El Generico hat einfach. Boah, schau dir Kevin Steen an! Double Footstorm! Alter, und genau das ist es. Trotz seiner Statur haut der manchmal Moves raus, wo du dir nur denkst, what the fuck? Richtig. Nein, aber jetzt nochmal auf den Vergleich zwischen Generico und Sin Cara zurückzukommen. Generico hat einfach
viel mehr Ausstrahlung und viel mehr Charisma als ein Sin Cara, finde ich. Ja, das natürlich, aber die Frage ist, wie wird's bei der WWE sein, weißt du? Ja. Vielleicht ziehen sie eine Maske auch ab, was natürlich Quatsch wäre, weil dann wäre es einfach, dann hat es nichts mehr mit Generico zu tun, auch wenn er wahrscheinlich dämlich auch den Namen nicht behalten darf. Oh weh. Es wird schwierig, aber wichtig ist auch, dass ihr in den Kommentaren uns mal hier zu dem Thema ein bisschen begleitet. Zumindest die Leute, zumindest die eventuell in der Szene, in der Szene ein bisschen was wissen. Was haltet ihr davon? Wird Generico bei der WWE eine Chance bekommen? Glaubt ihr, er wird sein Gimmick behalten oder nicht? Und natürlich auch die Frage jetzt überhaupt, glaubt ihr, wenn ihr ihn denn kennt, dass Kevin Steen in der WWE eine Chance hätte? Oder beziehungsweise, ob das funktionieren würde? Das ist ganz wichtig, dass ihr euch auch aktiv hier an unseren Shows beteiligt und in den Kommentaren mit uns darüber diskutiert. Wir wünschen es. So ist es. Und es ist immer ganz schön, wenn wir auch mal ein Thema haben, das wir in den Shows besprechen können, damit wir uns zumindest auch so die ersten Minuten im Match, in denen ja eh noch nicht so Spannendes passiert, nicht auf das Match konzentrieren müssen, sondern auch ein bisschen was mit euch besprechen können. Ihr könnt natürlich auch gerne Themenvorschläge in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal was wissen wollt, jetzt nicht unbedingt aktuelle WWE-Programm. Ihr wisst ja, wie ich dazu mittlerweile stehe. Keinen wöchentlichen Raw-Report, bitte. Genau, sondern allgemeine Themen, auch gerne mal über die Vergangenheit reden oder über Gimmicks, keine Ahnung. Irgendwelche spannenden Themen, vielleicht wovon auch nicht so viele eine Ahnung haben, denn wir wollen ja vor allem euch hier in diesem Universe-Modus auch viel zeigen, was ihr noch nicht kennt, um euch auch einfach ein bisschen diesbezüglich weiterzuentwickeln. Und Generico mit einem schönen Crossbody nach draußen auf Chuck Taylor. Fantastische Aktion. So, und ich glaube, dann können wir uns auch mal wieder langsam dem Matchgeschehen uns widmen. Absolut, denn jetzt wird es hier langsam interessant. Wir befinden uns mittlerweile draußen. Generico kommen jetzt ganz alleine hier auf Chuck Taylor zu sprechen, aber der kommt doch zurück in den Ring. Wird zumindest von Kevin Steen in den Ring befördert. Da fühlt sich Generico ja aber auch am wohlsten und weiß, wie er gegen Chuck Taylor hier vorzugehen hat. Ja, jetzt hätte ich Generico fast als Ringratte bezeichnet, aber das ist dann wieder was ganz anderes. Es ist dann doch eher der Ringfuchs. Hier, unseren El Generico mit seinem roten Kinnbart, der halbroten Hose und dem schöner Konter von Chuck Taylor und der Double Axel. Oh, der irgendwie nicht trifft. Nee. Fand's eh schon ziemlich gewagt, Chuck Taylor erstmal in die eigene Ringecke zu schieben. Aber ja, aber Omega war ja nicht auf dem Apron, also von daher. Ja, ja, der ist runtergegangen, nachdem Generico da eigentlich eine Aktion vorhatte gegen Chuck Taylor. Und jetzt kommt genau das, was ich befürchtet habe. Chuck Taylor wird jetzt nämlich, jawohl, wechseln zu Kenny Omega. Das macht natürlich auch Sinn. Und jetzt ist Kenny Omega erstmal wieder an der Reihe. Und schau es dir an! Wow. Göttlich, Kenny Omega. Was für ein German Suplex. Einfach abgefangen. Und das ist das Cover One. Aber Generico kommt raus. Und Steen steht einfach völlig unbeeindruckt auf dem Apron. Zeigt sich wirklich nicht davon angetan von dem Coverversuch. Hier direkt der Wechsel jetzt wieder von Generico an Steen und Crossbody. Solche Aktionen wollen wir hier sehen. Aber schaut dir es an! Es ist einfach Kenny fucking Omega! Ey, der Mann ist so geil, er hat mitunter die geilsten German Suplexes am Start, die man nur haben kann. Zu der Croisworth. Der Star in Japan. Richtig. Unglaublich genial. So, und Steen. Frag dich, warum er aber nicht gecovert hat. Warum ging er nach draußen zum Kommentatorenpult? Das wäre für mich eigentlich der, das Siegcover gewesen überhaupt. Aber Kevin Steen mit dem Leg Drop. Alter Verwalter. So, Chuck Taylor holt ihn jetzt auch zurück in den Ring, denn eigentlich hätte man hier definitiv das Cover schon machen können. Ah, da dachte ich jetzt, da will Omega Steen in die Seile befördern. Mit dem Hals zuerst, aber dem war nicht so.
So, jetzt wieder der Wechsel hier. Jawohl. Wechsel zu Chuck Taylor. Auch Generico kommt in den Ring. Jawohl. Und damit haben wir die beiden Leichtgewichte wieder im Ring. Generico und Chuck Taylor. Für mich eh das Finale, das ich jetzt hier in diesem Tag Team Match sehen will. So, Chuck Taylor. Aber kommt direkt wieder Kenny Omega. Nein! Generico kann das Ganze umdrehen. Jetzt hat auf die Seile und eine wunderschöne Hurricanrana. Da müsste normalerweise gleich das Cover folgen. Und schau dir an, das Dean, der regt sich auch schon auf. Cover ihn doch, denkt er sich nur. Mein Gott. Ein bisschen zu verspielt hier gerade. Ja, merkt man. Jetzt wieder Taylor, gefährlich in der fremden Ringecke. Nein, und wieder in die Ringecke. Und kann er jetzt zu Omega wechseln? Ja, der wechselt zu Kenny Omega ein weiteres Mal. Drop Toe Hold und der Elbow in die Wirbelsäulenrückenregion hier. Aber Generico wieder oben. Aber schau das an, es ist schon ganz schön fantastisch, was die Men of Low Moral Fever hier machen. Oft dabei, hier zusammenzuarbeiten, wieder diesmal aber gegen Kenny Omega, die Hurricanrana, und jetzt muss er doch eigentlich covern, nein. Und Steen regt sich wieder auf, zu Recht auch, fast, um es fast auszudrücken. Dropkick. Wie wird dieses Match ausgehen? Oh, schau dir das an! Kenny Omega steht einfach auf, das Fieber bricht aus. Armdrag. Und jetzt macht Omega den Sack zu. Nein. Oh, ich dachte schon, das könnte Generico kontern. Dann schafft er aber nicht, kriegt die Hurricanrana ab und ein Wahnsinns-Corkscrew Dive. Aber der geht daneben. Das ist doch die Chance für El Generico. Nein, wieder nur ein... Nur ein Dropkick gegen den Kopf. Das reicht aber vielleicht für Kenny Omega. One. Nein. Chuck Taylor wäre auch noch zur Stelle gewesen, wenn es ist. Und jetzt zurück zu Kenny, zu Kevin Steen, und der muss eigentlich reinkommen. So ist es. Denn der Mann wird garantiert jetzt das Finish einläuten, denn der hat genug vom Geplänkel von El Generico, da bin ich mir sicher. Und so ist es. Package! Piledriver! Das ist das Ende! Muss es zumindest sein. Chuck Taylor nicht in Sicht. One! Was? Boah. Wow! Kenny Omega kommt raus. Ich habe damit garantiert nicht gerechnet. Und schau's an. Rollt ihn ein. One. Nein. Wow. Hui, was für eine Finishphase. Wow, zweimal ein potenzielles Ende. Kann Generico kommen? Nein, da steht nicht in der Ringecke. Kassiert erstmal noch Kenny Omega. Die Clothesline. Und El Generico kommt nochmal rein. Jetzt hat er das Wechselseil in der Hand gehalten. Jetzt ist ein Wechsel erst legal. Vielleicht der Brainbuster, der hier den Sieg holen, zum Sieg führt. Ah, eben dachte ich, das wär der Brainbuster geworden. Erst nochmal ein Neckbreaker. Schade. Generico aufs Seil, nein, aufs Top Rope. Und wartete zu lang und wird erst noch von Kenny Omega nach unten geschmissen. Und das ist die Chance zum Wechsel. Ja. Nein, das Comeback jetzt hier von Generico. Aber auch Generico wechselt. Alter, Kevin Steen jetzt gegen Chuck Taylor. Und das ist... Der F5 von Kevin Steen! Aber Chuck Taylor rollt sich einfach raus! Der Mann ist clever! Der Mann ist clever im Wechsel zu El Generico! Wahnsinn! Ey, das ist halt so gutes Tag Team Match! So oft die Wechsel, das ist ja der Hammer! Wer braucht schon Cover, wenn man Wechsel hat? Wahnsinn, das ist ja mal richtig gut! Und jetzt der Brainbuster! Nein, das war nur ein normaler Suplex! Crossbody! Nochmal oder was? Ja, Generico will es wissen. Ein zweites Mal klappt es nicht. Und das ist jetzt die Opportunity für Chuck Taylor. Oder greift Steen ein? Es bleibt abzuwarten, ob Steen hier ins Match entscheidend eingreifen kann. Oh, ein Roller! Small Package! One, two, three! Chuck Taylor dreht so um! One, two! Und Kevin Steen ist da! Boah, Gott sei Dank ist Kevin Steen da! Alter! Aber mit diesem Reversal habe ich immer gar nicht gerechnet. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Alter Verwalter. Chuck Taylor, was jetzt? Das ist eine Sache gewesen hier.
Ey, was für potenzielle Siegcover hier schon waren, das ist ja unglaublich. Boah. Beide mit dem Kick versucht, Chuck Taylor einen Ticken schneller. Und jetzt. Was folgt jetzt? Es muss jetzt das Finish gleich kommen. Einer der beiden wird gleich einen seiner ultimativen Finisher auspacken und dieses Match besiegeln. Ich bin mir da recht sicher. Generico, oh, schau dir an, der Ellbogen ins Gesicht. Bringt Chuck Taylor sogar zum Bluten. Zwischen die Augen. Und der Single Leg Crab. Half Boston ist das doch, oder? Half Boston, Single Leg, wie auch immer man es nennen will. Kenny Omega ist zur Stelle. Und jetzt alle vier im Ring. Es bricht Chaos aus. Der Referee zählt beide an. Chuck Taylor vor allem erstmal gegen Kevin Steen, der gar nicht offiziell im Ring ist. Der muss jetzt auch raus. Und wird verwarnt auch vom Referee. Er muss hier raus. Top Brainbuster? Nein. What was? The fuck? Kevin Steen ging nicht aus dem Ring! Was ist da los? Ich dachte es mir auch gerade. Hä, wird verwarnt, geht nicht aus dem Ring. Ey, wenn du bis 5 angezählt wirst, ist es vorbei, gell? Kevin Steen interessiert's nicht! Holy shit! Okay, damit haben wir jetzt eher nicht gerechnet. Damit, das ist ja ein interessantes Finish. Ja, hatten wir auch noch nie. Ich habe ihn noch nie gesehen bei WWE. Nee. Man of Low Moral Fever, Chuck Taylor und Kenny Omega gewinnen durch Disqualifikation. Völlig überraschend, muss man jetzt ehrlich mal sagen. Wow, ich bin sprachlos. Das eröffnet jetzt wieder neue Wege. Wie wird es zwischen Generico und Steen weitergehen? wird Generico jetzt total pisst auf Steen sein? Wird es das Rückmatch geben zwischen The Man of Low Moral Fever und Steenerico? Oder kommt sogar noch ein drittes Tag-Team ins Spiel? Oder turnt Steen vielleicht mit den anderen beiden gegen Generico? Fragen über Fragen. Ich kann darauf keine Antwort geben. Vielleicht könnt ihr es, schreibt es in die Kommentare. Was für ein stranges Ende hier. Damit hat, glaube ich, keiner von uns gerechnet. Aber wir nehmen das hin. DQ-Sieg. Und wir sehen uns in der nächsten Show wieder. Die zweite WWE-Show. Ich bin mega gespannt, was passieren wird. Und ja, das war's von mir. Das war's auch von mir. Und bis zum nächsten Mal. Yes.